Heute möchte ich darauf eingehen, was denn wäre, wenn es zu einem Krieg kommen würde? Wie hat sich die Bundesregierung darauf vorbereitet, wenn es schon mit Bunkerplätze mau aussieht? Begleitet mich auf diese interessante Nachfrage. Das Missnario im Blick. Die meisten Prophetien zielen darauf ab, dass wir vorbereitet sein sollen, wenn die gesehene Zeit bevorsteht. Sogar recht deutlich werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass es wichtig ist, selbst Vorsorge zu betreiben. Alois Illmayer bringt es auf den Punkt. Er sagte, kauft ein paar verlötete Blechdosen mit Reis und Hülsenfrüchten. Brot und Mehl hält sich, Feuchtes verdirbt wie Fleisch, außer in blechernen Konservendosen. Wasser aus der Leitung ist genießbar, nicht aber Milch. Recht viel Hunger werden die Leute so nicht haben, während der Katastrophe und Finsternis. Was also passiert, wenn Deutschland wieder Krieg führen muss? Muss? Nun, ich stamme noch aus einer Zeit, in der es hieß, nie wieder Krieg. Daher verstehe ich die heutigen Aussagen. Krieg heißt, den Frieden zu sichern. Krieg heißt, den Frieden zu sichern. Aber so überhaupt nicht. Das mal so am Rande. Wenn wir uns nun aber dem Gegebenen fügen müssen, weil wer hört schon auf diejenigen, die noch wissen, was es heißt, Deutschland ist im Krieg. Nun sind ja nur noch ganz schön weniger da. Ein Schelm, der Böses dabei nun denkt. Die Bundesregierung hat sich nun in einem langen Dokument damit befasst und neue Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung beschlossen. Die bisherigen Bestimmungen stammten noch aus dem Jahr 1989, also sicherheitspolitisch aus einer anderen Zeit. Erstmals seit Jahrzehnten ist Deutschland auch wieder militärisch bedroht, heißt es in dem neuen Dokument. Innenministerin Nancy Faeser, SPD, warnt, wir haben durch die russische Aggression eine völlig veränderte Sicherheitslage in Europa. Den Richtlinien für die Gesamtverteidigung im Kriegsfall geht es nicht nur um die Bundeswehr, sondern etwa auch um die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Informationen. Wir erleben derzeit eine verschärfte Bedrohungslage. Im Cyberraum, durch Drohnen über Bundeswehrliegenschaften, Desinformationskampagnen und klassische Sabotage, erklärt Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, die Herausforderung. Es ist wichtig, dass wir gesamtstaatlich darauf reagieren. Pistorius warnt davor, dass Russlands Präsident Wladimir Putin sein Land und die russische Wirtschaft vollkommen auf Krieg einstellt. In einigen Jahren könne er so weit sein, auch die NATO anzugreifen. Für diesen Fall müsse Deutschland kriegsbereit sein, fordert der deutsche Verteidigungsminister. Was das konkret bedeutet, lässt sich in den neuen Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung nachlesen. Einige Beispiele zur Versorgung der Bevölkerung mit dem Notwendigsten. Versorgung mit Lebensmitteln. Im Krisenfall unterstütze der Staat die Grundversorgung der Zivilbevölkerung und der Bundeswehr mit lebensnotwendigen Lebensmitteln über regulierende Eingriffe in die Lebensmittelkette, heißt es in der Krisenfallplanung. Dies sei möglich, wenn die Deckung des lebensnotwendigen Bedarfs in wesentlichen Teilen des Bundesgebiets ernsthaft gefährdet sei. Konkret heißt das, Lebensmittel könnten nicht in Supermärkte gelangen, sondern vom Staat verteilt werden. Klar wird auch, welche Lebensmittel knapp werden können. Bei bestimmten Produkten ist die Bundesrepublik Deutschland kein Selbstversorger. Insbesondere bei Obst und Gemüse, pflanzlichen Ölen und Fetten sowie bei Eiweißfuttermitteln ist der durch Einfuhren zu deckende Zuschussbedarf hoch. In einer Krise und im Verteidigungsfall müsse aber mit einem Rückgang der Einfuhren, insbesondere der Überseeimporte, aber auch mit Störungen bei der Produktion und Verteilung von Lebensmitteln gerechnet werden. Zur Überbrückung von Versorgungsengpässen bevorratet der Bund verteilt über das gesamte Bundesgebiet Lebensmittel wie Getreide. Die Bundesreserve Getreide dient der Sicherstellung der Mehl- und Brotversorgung und besteht aus Brotgetreide, Weizen, Roggen sowie Hafer. Mit dieser Notfallreserve des Bundes solle die Bevölkerung insbesondere in Ballungsgebieten bei unzureichender Verpflegungslage über einen gewissen Zeitraum mit einer warmen Mahlzeit am Tag versorgt werden können. Die zivile Notfallreserve besteht aus gebrauchsfertigen Grundnahrungsmitteln, also Reis, Hülsenfrüchte, Kondensmilch. Auch die Bundeswehr verfügt über einen Vorrat, um die operative Handlungsfähigkeit im Einsatz sicherzustellen.
Wo die staatlichen Lager sich befinden, ist geheim. Ich habe nachgeforscht, also nicht, dass ich neugierig wäre, aber man soll ja wissen, was damit gemeint ist. Es ist tatsächlich so, dass nur die genannten Lebensmittel eingelagert sind. Also ich koche gerne und denke eigentlich, man kann aus allem was machen, aber eine warme Mahlzeit, da fällt mir nur ein, Haferbrei ohne Zucker und Bohnen mit Reis ein. Dazu gibt es Brot ohne Salz. Puh, welche lukulische Vorstellung. Ich weiß, es soll sättigen und nicht schmecken, aber selbst wenn damit klarkommt, was man ja dann muss, reichen die Mengen nie und nimmer für die gesamte Bevölkerung. Und wie lange es reichen soll? Bei aller Vorstellungskraft und wohlwollendem Verständnis für die Schwierigkeiten des Einlagerns, das sind keine guten Voraussetzungen. Ich finde es frech, dies einfach so zu behaupten, um damit die Bevölkerung zu beruhigen. Verrückt. Die bloße Vorstellung kann ich nur mit einem Kopfschütteln kommentieren. Und auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat dazu durchaus etwas zu sagen. Der Verein des Herrn Özdemir hat das auf seinem Internetauftritt recht deutlich erklärt. Sehen wir es uns also auch einmal an. Zitat: Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten zu schützen und zu versorgen, ist eine hoheitliche Aufgabe. Sie lässt sich verfassungsrechtlich aus der allgemeinen Verteidigungsaufgabe des Staates und der staatlichen Pflicht zur Daseinsvorsorge für die Bevölkerung ableiten. Letztere bezieht sich unter anderem nicht nur auf durch militärische Auseinandersetzungen verursachte Krisen, sondern auch auf andere Schadensereignisse wie zum Beispiel Natur- und Umweltkatastrophen wie Hochwasser und Tierseuchen, einschließlich großtechnischer Unfälle im In- und Ausland wie Kernreaktorunfälle wie in Tschernobyl oder auch kriminelle oder terroristische Akte. Eine der elementarsten Komponenten der Daseinsvorsorge ist dabei ohne Zweifel die Nahrungsmittelversorgung. Staatliche Ernährungsvorsorge trägt dazu bei, kurzfristig Versorgungsengpässe in Krisensituationen zu überbrücken. Sie bedarf jedoch einer ergänzenden privaten Ernährungsvorsorge. Staatliche und vor allem private Vorsorge ist auch in der heutigen Zeit wichtig. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Verteidigungs-, Spannungs- oder Bündnisfalls und der damit eventuell verbundenen Notwendigkeit, die Versorgung mit Nahrungsmitteln zu regeln, deutlich geringer geworden ist, haben andere Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit die Anfälligkeit von kritischen Infrastrukturen in unserer modernen Gesellschaft offenbart. Zum Beispiel Naturkatastrophen wie das Elbe-Hochwasser, die Schneekatastrophe im Münsterland oder großflächige Stromausfälle. Vorsorge verringert die Unsicherheit. Um Versorgungskrisen bewältigen zu können, wurden in der Bundesrepublik Deutschland sowohl rechtliche Grundlagen für die Ernährungsvorsorge und Sicherstellung geschaffen, als auch praktische Vorkehrungen im Rahmen der staatlichen Lagerhaltung getroffen. Hier endet das Zitat aus dieser so hochoffiziellen Veröffentlichung. Aha. Mal ganz nebenbei, von dieser rechtlichen Grundlage kann aber niemand abbeißen, geschweige denn, dass wer davon satt wird. Das hat unsere Regierung anscheinend selbst erkannt und setzt auf die privaten Vorräte. Das von der Regierung herausgegebene Schreiben hat auch dazu was zu sagen. Dort verlautet es, dass die staatliche Ernährungsvorsorge nur dazu beitrage, kurzfristig Versorgungsengpässe in Krisensituationen zu überbrücken. Sie bedarf jedoch einer ergänzenden privaten Ernährungsnotfallvorsorge, wird in dem Papier der Bundesregierung gewarnt. Diese ist das wirksamste Mittel zur Vorsorge für eine Versorgungskrise. Bürger sollten einen individuell zusammengestellten privaten Lebensmittelvorrat für 10 Tage vorhalten, lautet die Forderung an die Bevölkerung. 10 Tage? Also ich erinnere mich, dass in einer der früheren Broschüren, die zu diesem Thema herausgegeben wurden, war immer die Rede von 2 Wochen. Es hieß dort, man solle sich für 14 Tage Vorräte anlegen. Warum also nun nur noch 10? Ist es nun realistischer, dass es reicht, für 10 Tage vorbereitet zu sein? Das ließ mir aber mal ganz und gar keine Ruhe und ich ging auf Suche ob der Begründung dazu. Ich wurde fündig und musste mich erst mal setzen, so überrascht war ich über die Antwort darauf. Sitzt dir gut? Die Antwort des Bundesamtes darauf war, dass sie den Zeitraum gesenkt haben, da es zu viele kritische Stimmen gab, ob der Anzahl der Tage. Bitte? Das haben die jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Nur weil zu viel Kritik kam, haben die den Zeitraum nach hinten korrigiert? Ja? Haben die sie noch alle? Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber ich glaube es halt nicht. Schon 14 Tage sind viel zu kurz gewählt.
Oder hat es jemals einen Krieg gegeben, der so schnell beendet war? Gehen wir mal von einem harmloseren Szenario aus, als gleich von einem Krieg. Ein Blackout, ein Stromausfall, also ein richtiger, bei dem alles mal richtig down ist, dauert allein mindestens 4 Wochen, bis wir wieder Strom haben. Dies ist von allen Profis auf diesem Gebiet eher eine optimistische Schätzung. Längere Zeit ist nicht ausgeschlossen und genau da muss der Bürger selbst auf sich achten. Denn woanders kommt nichts mehr zu futtern her. Aber ich greife vor, sehen wir uns weiter an, was der Wisch der Regierung noch alles weiß. Weiter warnt also die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger davor, sich im Kriegsfall allein auf den Staat zu verlassen. Aha, sagte ich doch. Wegen der Möglichkeit des gleichzeitigen Eintritts von Schäden an einer Vielzahl von Orten können die Bürger nicht damit rechnen, dass überall sofort staatlich organisierte Hilfe geleistet werden kann, schreibt die Bundesregierung. Sie müssen deshalb darauf vorbereitet sein, sich zunächst selbst zu helfen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Fertigkeiten auch Nachbarschaftshilfe zu leisten. Das Ganze finde ich mehr als frech. Fachleute von Technischem Hilfswerk und der Feuerwehr sowie wirklich gute Krisenmanager vertreten die einhellige Meinung, dass von Staats wegen nichts kommen kann. Warum? Ganz einfach, wer soll es erledigen? Jeder, also auch die, auf die sich in solchen Krisen verlassen wird, ist selbst Opfer und wird selbst genug mit seinen eigenen Sorgen zu tun haben. Und die, die doch kommen, werden ganz sicher keine Stullen schmieren und Kaffee kochen. Den Zahn muss ich unserer Obrigkeit leider ziehen. Der private Otto-Normalbürger ist denen ihr geringstes Problem. Es tut mir leid, aber ich finde es unmöglich, dass nicht konsequent der Bevölkerung reiner Wein eingeschenkt wird. Dass es eben nicht reicht, 10 Tage Essen und Trinken einzulagern und zu suggerieren, dass dies reichen würde und dann alles gut wäre. Pustekuchen. Und jeder, der seinen Kopf nicht nur auf dem Hals hat, damit es nicht in selbigen hineinregnet, kann sich das denken. Okay, ich rege mich schon wieder ab, aber da könnte ich ausflippen bei so viel Ignoranz. Als letztes schwafelt dieser Wisch nun noch von der Rolle der Medien. Die Medien spielen im Krisenfall aus Sicht des Staates eine bedeutende Rolle. Etwa um die Bevölkerung zu warnen oder über Engpässe mit Lebensmitteln, Energie oder Wasser zu informieren. Zur Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen im äußeren Notstand seien Bundesregierung und die Landesregierungen auf die Mitwirkung der Medien angewiesen. Notwendige Bekanntgaben und Verkündungen sowie sonstige Verlautbarungen und Informationen müssen übermittelt werden können, heißt es in dem Planungsdokument. Es ist sicherzustellen, dass amtliche Verlautbarungen der Bundesregierung bundesweit gesendet werden. Puh, dieses Schreiben hat mein Blut ganz schön in Wallung gebracht und das ganz sicher nicht im positiven Sinne. Wir sind besser beraten, wenn wir uns an die Schauungen der Seher halten. Das sollten wir uns bewusst machen. Für mich ist jedenfalls wichtig, dass jeder sich vorbereitet, solange noch Zeit ist. Es ist nicht mehr die Frage ob, sondern nur noch wann. Und daran sollte man sich orientieren und für diese Zeit uns vorbereiten. Nur wir selbst können versuchen, heil da durchzukommen. Papa Staat hat deutlich gezeigt, dass da nichts geht. Für mich ein deutliches Zeichen, dass die Schauungen der Seher absolut recht haben werden. Eins möchte ich hier noch kurz anmerken. Gestern wurde eine legale Zeitung, die Zeitschrift Compact, durch die Regierung verboten. Das ist ein Schritt zurück in die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Man muss die Inhalte dieser Zeitung und deren angeschlossener Sender und YouTube-Kanäle nicht gut finden, das tue ich auch ganz und gar nicht. Jedoch ist es schockierend, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland so beschnitten wird. Jeder Journalist, und dazu zähle auch ich mich, kann nun einfach so verboten werden. Ich werde dazu noch ein separates Video erstellen, denn es kann nicht sein, dass uns unsere Grundrechte einfach so abgesprochen werden und derjenige, der der Regierung unbequem ist, damit rechnen muss, enteignet zu werden. Wo ist das Grundgesetz noch in Deutschland? Mir macht diese Entwicklung enorm Angst und ich bin deswegen der Meinung, dass jeder wissen sollte, was diese Aktion für jeden deutschen Bürger bedeutet. Darum werde ich dies nun auch ansprechen, auch auf die Gefahr hin, dass mein kleiner Kanal schneller verschwindet, als ich schauen kann. Die Monetarisierung, also die Bezahlung für meine Videos, ist bereits gewaltig gedrosselt worden, was für mich bedeutet, dass ich nicht mal mehr die Kosten meiner Krankenversicherung deckeln kann. Egal. Augen zu
und weiter geht's. Mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und euch zu bitten, aktiv meinen kleinen Kanal zu unterstützen. Teilt bitte meine Videos, damit ich noch viele weitere so tolle Menschen wie ihr es seid mit meinen Videos erreichen kann. Denjenigen, die meinen Kanal bereits finanziell so großzügig beschenkt haben, gilt ein von Herzen kommendes Vergelt's Gott. Ihr helft mir damit unendlich weiter. Auch alle, die über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken, fühlt euch frei, dies zu tun. Aber bedenkt bitte, dass dies absolut kein Muss ist. Lediglich solltet ihr mich unterstützen wollen. Dies ist eine weitere Möglichkeit dazu. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich euch allen sehr dankbar für euer Interesse bin. Falls euch also das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr wisst schon, der Algorithmus von YouTube ist darauf konditioniert. Natürlich würde mich auch ein Abo sehr freuen. Um nichts zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium.